herzliches Willkommen. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. April 2024. Ja, wir befinden uns in der Merkur-Rückläufig-Phase. Merkur befindet sich im Widder. Bis zum 25. ist er rückläufig und bleibt auch dabei im Widder. Wir haben die Sonne im Widder und wir haben die Venus im Widder. Das sind sehr leidenschaftliche Energien und mit denen muss man bei Merkur rückläufig natürlich zurechtkommen. Nun ist der Merkur ja auch im Widder. Das heißt, du kannst eben auch mit dieser Leidenschaft, die du empfindest und dem, ich sag mal, vorangehen wollen, auch planen, vorbereiten, Dinge abarbeiten, aufräumen, ausmisten, um eben dann den Platz frei zu haben, wenn es soweit ist. Der Mond befindet sich in den Fischen. Am Samstag haben wir da noch ein Sextil zwischen Venus und Pluto. Diese Energie weckt natürlich enorme Leidenschaften, Durchsetzungskraft und man kann sich vielleicht auch, naja, ich sag mal, auf die Partnerschaft freuen und genießen. Das wäre vielleicht ganz gut. Allerdings sollte man natürlich aufpassen, sich nicht zum Beispiel in Rage zu reden oder an einzelnen Dingen aufzuhängen. Also, dass man sich streitet wegen Kleinigkeiten. Passt da bitte auf. Wir haben Mars, Neptun, Saturn in den Fischen und den Mond. Das bedeutet, man kann sich gut auf sein Gegenüber einstellen und man kann eben auch mitfühlen, sich einfühlen, intuitiv handeln. Jupiter und Uranus im Stier, ja, Erdenergie, Pragmatismus, auf dem Teppich bleiben, nichts überstürzen, nichts übereilen, ist natürlich wichtig. Pluto im Wassermann kann natürlich manchmal auch so ein bisschen aufrührerisch machen. Wenn wir dann Sonne und Venus auch im Widder haben, naja, da kann der eine oder andere schon mal übers Ziel hinausschießen. Damit müssen wir leider rechnen. Am Sonntag haben wir noch bis kurz vor 2:30 den Mond in den Fischen. Dann geht auch der Mond in den Widder. Also auch gefühlsmäßig richtig viel Feuer unterm Hintern. Da solltet ihr ganz besonders aufpassen, weil da sind die Gemüter sehr leicht erhitzt und man kann eben bei der kleinsten Kleinigkeit, ich sag mal, richtig heftig reagieren. Ich möchte euch auch noch vorwarnen, wir haben am Montag, dem 8., auch noch die Sonnenfinsternis. Wir haben den Neumond im Widder und wir haben natürlich auch ja, weiterhin den Merkur rückläufig im Widder. Und das wird richtig heftig. Also versucht, euch so ein bisschen darauf einzustellen, ruhig zu bleiben, entspannt zu bleiben, nicht zu überstürzen und eben auch lieber auf Dinge zurückzugreifen, die aus irgendwelchen Gründen nicht bearbeitet werden konnten. Ich wünsche euch natürlich ein erholsames, ruhiges Wochenende. Entspannt euch und wir schauen uns an, wie das in den Karten aussieht. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. April 2024. Wir haben die Sonne, Merkur und Venus in deinem Zeichen. Starke, sehr starke Widder-Energien. Wir dürfen nicht vergessen, Merkur ist rückläufig. Und da sollte man sehr vorsichtig natürlich vorgehen. Es gibt auch noch andere Aspekte, die wichtig sind. Wir schauen mal. Wir haben den Mond in den Fischen. Das ist auch sehr gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam. Wir haben auch Neptun, Saturn und den Mars, auch ebenfalls in den Fischen. Seiner guten Nase, seinem guten Riecher folgen. Natürlich auch sich ein bisschen einfühlen in die Situation und die Mitmenschen. Das schadet nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es bringt dir Vorteile. Wir haben auch den Pluto im Wassermann. Und das ist auch eine starke Energie, die nach vorne drängt und Dinge umsetzen und realisieren möchte. Jetzt, wenn wir deine starke Energie von Sonne, Merkur und Venus nehmen, wird das natürlich auch noch verstärkt. Man möchte die Dinge nicht einfach liegen lassen, abwarten und so weiter. Da musst du ein bisschen gegen angehen. Wir haben natürlich auch Erdenergien, Jupiter und Uranus im Stier. Das hat nicht so viel Einfluss auf den Widder. Aber man sollte sich so selbst auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen bewegen. So, am Sonntag, ja, gegen, ich gucke gerade mal, ja, kurz vor 2:30 mittags, wechselt der Mond dann auch noch in den Widder. Und das ist ganz wichtig, vor allen Dingen für die Sonnenfinsternis am Montag. Da kommen wir dann am Montag zu, aber da sollte man sich schon mal am Wochenende vorbereiten, dass man da nicht überreagiert. Denn wir haben auch am Samstag noch
ein Sextil zwischen Venus, die ja im Widder ist, und dem Pluto im Wassermann. Das ist eine hocherotische Energie, leidenschaftliche Energie, aber wie du das vielleicht auch kennst, hocherotisches, leidenschaftliches kann natürlich auch zu Eskalation führen, zur Übertreibung oder eben ins Gegenteil umschlagen, wenn man übertreibt. Und deswegen sage ich das besonders, weil das am Montag eben mit der Sonnenfinsternis auch nochmal verstärkt wird, weil dann auch der Mond im Widder sich befindet. Also achte darauf, dass du dich da schon mal ein bisschen drauf vorbereitest am Wochenende. Also Zurückhaltung ist am Montag wichtig. So, jetzt schauen wir erstmal, was wir am Samstag für den Widder haben. Eine gewisse Unzufriedenheit, vielleicht klappt irgendwas nicht so. Wir haben die liebevolle Fürsorge, Königin der Kelche. Ja, und wir haben den Fokus. Es geht darum, möglicherweise möchte man auch gerade im Gefühlsbereich etwas, ja, umsetzen, durchsetzen, vielleicht auch Dinge gerade rücken, sich kümmern, ja, um etwas, was vielleicht im Vorfeld nicht so gut gelaufen ist. Das kann man ja machen, aber man sollte das auf jeden Fall mit Einfühlungsvermögen und Fürsorge tun. Wir haben den Stern, was sehr gut ist. Das bedeutet auch, dass man natürlich Dinge heilen kann. Und dazu braucht man natürlich auch dieses Einfühlungsvermögen zu wissen, was ist denn jetzt vielleicht bei meinem Gegenüber oder so schiefgelaufen oder was habe ich falsch gemacht oder was hat der oder die falsch gemacht? Wie können wir das beilegen? Ich denke, das ist das Ziel. Wie können wir es vielleicht auch einfach besser machen, uns vielleicht besser auf Dinge einstellen oder miteinander auskommen, was ja auch sehr wichtig ist, auch im Alltäglichen. Es muss jetzt nichts Dramatisches sein, aber man hat wirklich als Widder hier so ein bisschen das Gefühl, ich möchte das jetzt unbedingt vom Tisch haben, ich kümmere mich darum, ich bin darauf fokussiert, eine Lösung zu finden. Gerade auch und besonders im Gefühlsbereich. Das ist sehr schön, aber bitte, du kannst natürlich nichts erzwingen, du brauchst auch da natürlich Geduld. Am Sonntag haben wir die 9 der Münzen. Die 9 der Münzen ist Unabhängigkeit, Freiheit, ist auch sich selbst ein bisschen schonen, sich was Gutes tun, sich kümmern. Und weil wir haben auch die 9 der Stäbe, das bedeutet eben auch, du merkst, dass du sehr erschöpft bist, dass dir so ein bisschen die Kraft fehlt. Auch das kann natürlich Unmut erwecken. Deswegen ist es wichtig, am Sonntag genau zu überlegen, was mache ich und was mache ich lieber nicht. Ja. Also grundsätzlich geht es wahrscheinlich darum, aus dem, was am Samstag vielleicht hochkocht oder auch geklärt wird, die richtigen, ja, Schlüsse zu ziehen. Zu sagen, okay, wir haben das jetzt geklärt, das ist vielleicht noch, klappt noch nicht so hundertprozentig oder ich bin doch nicht so weit, dass ich das alles so von jetzt auf gleich umsetzen kann. Wichtig ist, sich zu schonen, sich ein bisschen auszuruhen, Ruhe zu gönnen und abzuwägen. Wir haben mit dem Ass der Münzen eine schöne Energie, wo man eben die Dinge auch umsetzt, wo man auch was Neues ausprobiert. Obwohl wir natürlich auch in der Kommunikation immer ein bisschen aufpassen müssen. Und also hier ist auf jeden Fall eine Auswahl getroffen, ja, wie du das handhabst. Das Ass der Münzen ist eine gute Voraussetzung, auch den nächsten Montag gut zu überstehen. Das bedeutet nämlich, ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen, ich warte ab, ich bin vorsichtig und ich versuche auch, ich sag mal, das Verständnis oder die, Warten, dass die anderen das auch verstehen oder die anderen von sich aus auch was machen, die Geduld aufzubringen, auch darauf zu warten, dass andere es verstehen oder andere es umsetzen, ja. Nicht direkt aus der Hüfte zu schießen, ja. Also jedenfalls geht es an diesem Wochenende darum, Dinge zu bereinigen, zu verbessern, sich auszutauschen, zu heilen, egal von wem das jetzt ausging, was es betrifft, aber etwas, was dir am Herzen liegt, was dich auch ein klein wenig unzufrieden macht. Die 9 der Münzen ist eben auch, du musst auf deine Gesundheit, auf deine seelische wie körperliche Gesundheit achten. Wenn du verspürst, dass dir so ein bisschen die Kraft ausgeht, dass du da eben auch, Prioritäten setzt, was ist jetzt wichtig und was nicht.
In der Ruhe liegt die Kraft, auch mit dem Ass der Münzen. Das, was ich umsetze, das muss jetzt nicht sofort zum Erfolg führen. Es ist vielleicht etwas, wo du eben auch einen langen Atem brauchst. Das kann diese Sache sein mit der Klärung. Das kann aber auch im Job sein. Stell dich darauf ein, dass es am Montag möglicherweise auch ein bisschen schwierig wird mit anderen Mitmenschen. Versuche da dich so ein bisschen, ich sag mal, in Ruhe zu üben, ja. Entspann dich auch am Wochenende, geh alles ruhig an. Wir können sowieso nichts forcieren, egal wer auch immer das ist oder was wir wollen. Das läuft schon in seiner vorgegebenen Zeitspanne ab. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, ein schönes, erholsames Wochenende und dann sehen wir uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. April 2024. Weiterhin haben wir die Sonne, den Merkur und die Venus im Widder. Feurige, temperamentvolle, durchsetzungsfähige Energien. Aufpassen natürlich mit Merkur rückläufig, mit den Verzögerungen, den Missverständnissen, die aufkommen können. Langsam machen, auch seine eigenen Aufgaben nicht übertreiben, sondern ich sag mal das gesunde Maß für jeden Tag einhalten. Das ist wichtig. Wir haben den Mond am Samstag in den Fischen. Sensitivität, Einfühlungsvermögen, ja. Wir haben auch Neptun und Saturn in den Fischen. Wir haben auch Mars in den Fischen. Das bedeutet, man kann für Geschäfte einen guten Riecher haben, sollte aber derzeit nichts Neues beginnen, ja, sondern die Dinge in Ruhe weiterfahren, natürlich beobachten, Bauchgefühl trauen, sich auf andere, die Situation und das, was einem so begegnet, ein bisschen einstellen, offen sein, also aufmerksam könnte man auch sagen. Du hast die Unterstützung von Jupiter und Uranus im eigenen Zeichen. Die Dinge fallen dir vielleicht leichter als anderen, ja. Das kann bedeuten, dass andere in deiner Umgebung auch manchmal ein bisschen gestresst sind oder überreagieren. Auch dafür bitte ich dich um ein wenig Toleranz. Du musst da jetzt nicht all retten oder so, aber dass du das nicht zu persönlich nimmst, wenn jemand da gereizt reagiert. Veränderungen mit Uranus, ja, aber die lass Uranus machen, versuche jetzt nicht irgendwas krampfhaft umzusetzen. Wir haben immer noch den Pluto im Wassermann und das spielt auch am Montag bei der Sonnenfinsternis eine Rolle. Und auch ist am Samstag ein Sextil zwischen der Venus in Widder und dem Pluto in Wassermann vorhanden. Das ist sehr förderlich für Beziehungen, aber es kann natürlich mit Pluto auch dazu führen, dass man da mit Leidenschaft auch ein bisschen wütend wird oder ein bisschen ungehalten. Ne? Da sollte man sich mit der Fische-Energie ein bisschen drauf einstellen. Und wie gesagt, es wird dir wahrscheinlich einfacher fallen als anderen. So, dann haben wir natürlich auch am Sonntag die gleichen Energien, nur der Mond wechselt gegen kurz vor 13:30 auch in den Widder. Ja? Da haben wir dann noch mehr Widder-Energie, Durchsetzungskraft, auch vielleicht Zorn oder Leidenschaft eben. Und wie gesagt, da sollte man sich darauf vorbereiten, dass es am Montag, ich sag mal im Außen, muss ja nicht bei dir selbst sein, aber im Außen kann es haarig werden, schön achtsam vorgehen und vorsichtig bleiben. Wir schauen jetzt mal, was wir für den Stier am Samstag haben. Strategisch vorgehen, sich einen Schritt nach dem anderen überlegen, auch gerade in Beziehungen, gerade auch in der Kommunikation wegen dem rückläufigen Merkur. Da haben wir die 7 der Kelche, das ist unter anderem Neptun. Das kann aber auch sein, dass du selber auch sehr hohe Erwartungen an dich, an andere hast oder an die Situation. Da sollte man sich selbst auch fragen, ist das jetzt nötig? Muss das jetzt sofort passieren oder muss das so oder so sein? Oder kann ich mich dazu, ja, zu einer Sache entschließen? Denn 7 der Kelche sind ja auch die Möglichkeiten, die es bietet. Und da sollte man sich wirklich nicht zu viel vornehmen. Da haben wir gute Überlegungen mit den 4 der Schwertern. Langsam machen, lieber nachdenken, über Dinge sprechen. Wie gesagt, ich denke, es ist einfach eine ruhige Phase, wo man nichts überstürzen sollte. Weder in Beziehungen noch mit sich selber, dass man jetzt zu hohe Erwartungen an sich hat oder dass jetzt etwas unbedingt fertig werden muss etc. Ja? Mit Merkur rückläufig ist nicht zu spaßen. Der setzt uns schon so viele Hürden dann auch da rein, dass das dann nicht funktioniert und dann ärgern wir uns noch mehr. Deswegen macht es keinen Sinn, da etwas erzwingen zu wollen.
Am Sonntag haben wir den Wagen. Das ist sehr schön, da bleibt man in der Spur. Man ist halt, ne, das Alltägliche, da ist man dran. König der Schwerter sind Erkenntnisse, Weisheiten. Es kann auch jemand sein, der, wie gesagt, die Dinge beim Namen nennt. Ja, da habe ich dir ja gesagt, es ist wichtig, dass du da, auch wenn einer sehr temperamentvoll ist, zum Beispiel im Beziehungsrahmen oder auch im Umfeld, ja, dass du da nicht übertreibst oder das zu persönlich nimmst. Und wir haben die 10 der Münzen. Bei dir ist alles gut. 10 der Münzen bedeutet Sicherheit und Stabilität. Ja, vielleicht ist es auch eine sehr sachliche Sache, also eine sachliche Besprechung oder jemanden triffst du zufällig. Stabilität und Sicherheit, die Dinge sind sehr gut. Königin der Kelche bedingt natürlich auch, dass man sich liebevoll um das, was einen umgibt, kümmert. Das ist einmal natürlich Partnerschaft, Familie, Freundeskreis, man selbst, ja, dass man da jetzt nicht, ich sage jetzt mal, mit dem Mond im Widder zu selbstgerecht daherkommt oder angeberisch. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Vielleicht ist auch hier mit dem König der Schwerter, dass man irgendwas sagt, wo man denkt, oh, das kommt nicht so gut an. Oder es kommt von jemand anderem. Du bist erfolgreich, du fühlst dich wohl. Vielleicht macht dir sogar jemand ein Kompliment, das kommt falsch rüber. Ja, vorsichtig. Versuche eben das, was du hast, mit Dankbarkeit und Demut anzunehmen, dich darüber zu freuen, dich darum zu kümmern, aber eben auch Neid, Missgunst, der dir vielleicht von außen entgegenkommt, einfach zu übersehen. Du wirst das natürlich erkennen, aber du musst das ja nicht, ich sage jetzt mal, breittreten oder musst jetzt nicht darauf hinweisen. Ja, es ist wichtig, dass du es weißt, du kümmerst dich ja um deine Sachen und diese Person oder Personen, die das möglicherweise machen, denen geht es vielleicht einfach nicht gut. Ja, wenn du das aus dieser Warte betrachtest, kannst du vielleicht dahingehend etwas toleranter sein. Wichtig ist die Strategie, sich nicht zu viel vorzunehmen, auch nicht zu hohe Erwartungen an sich und oder andere zu haben oder an die Sache. Und hier eben auch mit der Weisheit, ich sag mal, des Erfolges, den du auch hier hast, einfach deine Dinge durchzuziehen in Ruhe, ne? Und dann auch Leute, die vielleicht Neid empfinden, die wissen vielleicht gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt und sind gerade in einer Situation, wo ihnen alles andere unfair und ungerecht erscheint und das gar nicht auf deine Person bezogen ist. Aber es kann durchaus natürlich sein. Freundlichkeit entgegenkommen, aber eine gewisse Distanz helfen dann. Jetzt habe ich ja gesagt, Montag, da haben wir die Sonnenfinsternis, da haben wir dann auch Neumond im Widder. Ich möchte dich auch darauf vorbereiten, dass mit dieser ganzen feurigen, temperamentvollen Energie dem einen oder anderen an diesem Tag die Hutschnur platzen kann. Und deswegen sollte man da eben sich hier auch schon darum kümmern, dass man alles gesichert hat, dass man eben auch selbstgestärkt daraus hervorgeht und sich nicht zu irgendwas provozieren lässt. Ich wünsche dir ein geruhsames, erholsames und schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute beim Wochenende 6. und 7. April 2024. Weiterhin haben wir die Sonne, den Merkur und die Venus im Widder. Natürlich ist der Merkur bis zum 25. weiterhin rückläufig, da ist besondere Vorsicht geboten. Also in der Kommunikation und man soll sich nicht zu viel zumuten. Der Mond befindet sich in den Fischen, sehr einfühlsam, gefühlvoll, sensitiv. Man selbst kann da auch ein bisschen dünnhäutig sein. Wir haben auch Neptun, Saturn und Mars in den Fischen. Und Neptun, ja, wie gesagt, hat es ja auch mit den Zwillingen so, ne? Da musst du jetzt auch, nicht jetzt unbedingt am Wochenende unbedingt, aber am nächsten Montag ein bisschen aufpassen. Dieser Neptun kann die falschen Gedanken, die falschen Gefühle schicken und mit der feurigen, temperamentvollen Energie des Widders natürlich auch verleiten. Genauso wie an diesem Samstag, denn wir haben zwischen der Venus im Widder und dem Pluto im Wassermann, der dich natürlich auch unterstützt, sehr viel Temperament und Leidenschaft zu erwarten, gerade in Beziehungen oder auch in Bezug auf Geschäfte, denn Venus steht ja auch für Geschäfte. Man sollte jetzt keine unnötigen Risiken eingehen, egal in welchem Bereich, auch wenn das übermäßig verlockend klingt. Ja? Denk drüber nach. Ja?
Wir haben Jupiter und Uranus im Stier, die haben keinen größeren Einfluss. Wir haben dann am Sonntag auch den Mond, der gegen kurz vor 13:30 in den Widder wechselt. Damit haben wir natürlich noch mehr Widder-Energie und da ist man dann natürlich auch am Montag gefährdet, sich zu überschätzen, sich zu viel vorzunehmen und da auch vielleicht übers Ziel hinauszuschießen und sich Dinge, naja, ich sag mal, nicht gerade leichter zu machen. Es kann durchaus auch sein, dass dir Leute begegnen, die von dieser feurigen Energie, denn wir haben Montag auch noch Neumond im Widder, übermannt werden. Und du kennst das vielleicht auch, Leidenschaft flutet manchmal in Zorn über und das kann dann unangenehm werden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das wird sicherlich bei jedem anders aussehen, aber man sollte darauf vorbereitet sein und sich daran erinnern, dass die Dinge eben auch so ein bisschen von dieser Energie geleitet werden. Ne? Wir schauen mal. Wir haben jetzt für den Zwilling am Samstag den Eremiten. Gute Planung, gute Vorbereitung. Ja, das ist Jungfrauenergie, dass man eben ja sich überlegt, was ist der nächstmögliche Schritt. Wir haben die Neun der Münzen, das ist sehr gut. Man achtet auf sich selbst. Das, was man tun könnte, man hat sich das ja vorher überlegt. Man kümmert sich auch darum, dass man körperlich, seelisch auch fit ist, dass man sich wohlfühlt und dass man sich überhaupt erstmal anschaut, was man schon erreicht hat. So eine gewisse Dankbarkeit für das, was schon da ist. Dann haben wir die Herrscherin. Das bedeutet, mit dieser Einstellung, mit dieser Vorgehensweise kommst du sehr gut voran. Du fühlst dich dabei auch gut, ja, und kannst auch einiges erreichen, aber bitte im Rahmen des, ich sag mal, der Routine, des Alltäglichen. Wir haben auch das Team, die Gruppe von Menschen, die dich umgibt, ob das jetzt die Familie ist, die Partnerschaft, Freunde, mit denen du dich triffst, Leute, die du einlädst oder Nachbarn. Das läuft sehr gut, gute Gespräche, alles wunderbar. Man hilft sich gegenseitig, das ist so, wie es sein sollte. Aber immer nur, wenn du eben auch auf dem Teppich bleibst und dir jeden Schritt gut überlegst, was könnte der nächste Schritt sein. Am Sonntag haben wir dann den Magier. Viele Ideen, Vorstellungen, ja, die du vielleicht auch gerne umsetzen möchtest. Wir haben die Veränderung, ja. Es kann natürlich auch sein, dass diese Veränderungen auf dich zukommen. Die sind nicht immer von dir initiiert, die können auch von anderen kommen. Wir haben mit dem Magier ja auch immer so ein bisschen Manipulation könnte sein, wenn was von außen kommt. Dann sollte man natürlich auch genau prüfen und sich nicht so hastig auf irgendwas schnell einlassen, ne? Wir haben die Erkenntnis, das ist gut, das ist Weisheit, das ist Erkenntnis, Gespräch, Austausch, das ist auch, dass man zu Dingen Nein sagt, ja, dass man, wenn einem etwas nicht geheuer ist oder wenn man das als zu riskant empfindet, dass man mit dem Ass der Schwerter auch gerne mal Nein sagen darf. Man sagt dann nö, cut, ne? Das Ass der Schwerter ist natürlich auch Erkenntnisse, liebevolle Energie mit dem Page der Kelche, positive Nachrichten. Positives Entgegenkommen, ja. Wie gesagt, du musst hier nur aufpassen, die Veränderungen finden vielleicht ohne dein Zutun statt. Mit dem Magier hast du vielleicht auch Ideen dafür, die du vielleicht jetzt noch nicht umsetzen kannst. Aber es kann durchaus auch sein, dass jemand versucht, ein bisschen Einfluss zu nehmen auf dich als Zwilling. Wie gesagt, da solltest du dann vorsichtig vorgehen. Nicht, dass du jetzt jedem misstraust, aber dass du zum Beispiel, wenn du ein tolles Angebot bekommst, irgendwas zu kaufen oder so, dass du nochmal schaust, ist das wirklich so gut, das Angebot? Als Beispiel jetzt, ne? Und dann haben wir ja noch den Montag. Wie gesagt, am Montag, da ist diese Sonnenfinsternis, da ist Neumond und da haben wir auch dann eben sehr viel feurige Energie. Versuch dich da auch am Wochenende mit Ruhe, Entspannung und Relaxen eben darauf einzustellen, dass es ein bisschen, sagen wir mal, herausfordernd werden könnte, nicht muss. Das kommt immer darauf an, wie die Leute drauf sind in der Umgebung, ob jemand jetzt wirklich so ein bisschen auf Krawall gebürstet ist oder nicht und wie du selber drauf bist. Deswegen ist es gut, sich am Wochenende da auch ein bisschen Ruhe zu gönnen, sich selber nicht zu überfordern und natürlich auch keine überhöhten Vorstellungen zu haben, wie etwas hier zum Beispiel zu laufen hat, ja, sondern immer für den Moment. Jetzt ist der Moment, dann kommt der nächste. Nicht jetzt im Voraus planen. Du kannst planen, aber dann eben noch nicht umsetzen.
Vielleicht gibt es auch Veränderungen und du musst deine Pläne wieder verändern. Das kann durchaus sein. Wichtig ist, dass die Dinge sich positiv entwickeln und du auch eine gewisse Dankbarkeit empfindest und auch mit deinen Leutchen zusammen dann eben diese Dinge besprichst und ihr euch gegenseitig den Rücken frei haltet. Wie gesagt, am Montag, das muss jetzt nicht so dramatisch sein, aber man ist natürlich gut bedient, wenn man vorher weiß, es könnte die eine oder andere Eskalation geben. Einfach wegen der ganzen temperamentvollen Energie, wegen der Sonnenfinsternis, dem Neumond und natürlich Pluto im Wassermann und auch wegen dem rückläufigen Merkur. Wenn der nicht wäre, könnte man richtig durchstarten, aber man sollte sehr vorsichtig sein, denn wie gesagt, mit viel Leidenschaft, Durchsetzungskraft und so weiter kann natürlich das Thema Macht und Ohnmacht auch eine große Rolle spielen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein geruhsames, schönes Wochenende, Entspannung und dann sehen wir uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. April 2024. Wir haben weiterhin die Sonne, den Merkur und die Venus im Widder. Merkur ist weiterhin rückläufig natürlich und das ist natürlich sehr viel Leidenschaft. Sehr schön ist für dich, dass der Mond in Fische sich befindet. Deine Intuition wird gestärkt, dein Feingefühl, dein sich in andere hineinversetzen können. Wunderbar. Wir haben auch Neptun, Saturn und Mars in den Fischen. Wir haben aber auch die Energie von Pluto in Wassermann. Und dieser Pluto im Wassermann steht im Sextil zur Venus in Widder. Jetzt haben wir da sehr, ich sag mal, eigenständige, eine feurige, eine sehr nicht pragmatisch, aber sehr, wie soll ich sagen, sachliche Energie, die natürlich durchsetzungsstark sind. Man sollte nicht versuchen, etwas so durch entweder verbal oder so durchzusetzen, ne? Man kann Dinge umsetzen, man kann miteinander reden, da muss man wieder mit Merkur rückläufig aufpassen. Und du solltest ja auch selber schauen, wie sich das mit deiner Intuition vereinbaren lässt. Du hast Unterstützung durch Jupiter und Uranus im Stier, wo du auf jeden Fall auf dem Teppich bleibst, was gut ist. Ich denke auch, dass Uranus sicherlich die eine oder andere Veränderung bringt. Aber selber solltest du jetzt nicht versuchen, irgendwas krampfhaft durchzusetzen. Ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Am Sonntag haben wir dann auch die gleichen Energien. Allerdings wechselt der Mond gegen kurz vor 2 mittags in den Widder. Da haben wir dann noch mehr Widder-Energie. Und ich sagte ja schon bei den anderen auch, dass am Montag diese Sonnenfinsternis stattfindet, Neumond in Widder und dass man da ein bisschen Acht geben sollte. Deswegen sollte man sich eben auch an diesem Wochenende viel Ruhe gönnen, sich vorbereiten und damit rechnen, dass es am Montag natürlich zu leidenschaftlichen Auseinandersetzungen, Krawall oder sowas führen kann und dass man sich selber da möglichst nicht so drauf einlässt. Du bist kreativ genug, einfühlsam genug, um dich da auch ein Stück weit vor zu schützen. Jetzt schauen wir aber erstmal, wie es am Samstag für den Krebs aussieht. Da sind schon Veränderungen drin, Transformationen. Da haben wir ja auch Venus und Pluto im Sextil. Wir haben den Mond, ja, da bringt es eben auch Gefühle nach vorne. Vielleicht aufgrund dieser Veränderung oder deine Gefühle verändern sich. Gespräche auf Augenhöhe. Also man spricht schon auch über ein paar Dinge. Entweder die man ändern möchte, die sich geändert haben, oder was man gerne hätte oder was man empfindet. Ja, man kann darüber reden. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen mit Merkur rückläufig, sich ruhig Zeit lassen, die richtigen Worte zu finden. Ich glaube, das ist sehr relevant, weil eben, wie gesagt, du bist auch sehr gefühlvoll und du möchtest deinem Gegenüber sicherlich auch etwas mitteilen, vielleicht aufgrund der Änderungen oder bezüglich der Veränderungen. Hier haben wir die liebevolle Energie der Königin der Kelche. Wir haben so viel Fische-Energie, man kann sich aufeinander einstellen, man ist gefühlvoll und das kannst du auch natürlich ausgiebigst genießen, lieber Krebs. Ja, wie gesagt, es kann Transformationen geben, die sehr positiv sind, die dein Gefühl ansprechen. Es kann aber hier auch darum gehen, dass man eben auch eine Veränderung verspürt und darüber einfach mal
mit der Familie, dem Partner, ja, vielleicht auch mal reden möchte und sich darum kümmern möchte, ob alles noch in Ordnung ist, dass man sich versteht, dass man, ich sag mal, die gleichen Ziele noch hat. Was auch nicht schlimm ist, es kann sehr, sehr schön werden. Dazu kommt natürlich die Leidenschaft, die auch sicherlich eine Rolle spielt. Am Sonntag haben wir den König der Kelche. Das ist eine etwas zugeknöpfte, eigenständige Energie. Da ist man sehr liebevoll, aber man ist auch so ein bisschen mit seinen eigenen Punkten irgendwo, naja, beschäftigt. Ja, man hat eigene Ziele. Wir haben die Karte der Teufel, die Obsession, die Übertreibung. Kann auf der einen Seite natürlich bei dir selber liegen, dass du gefühlsmäßig mit dem Mond so ein bisschen dramatisierst. Ja, das ist manchmal eine Eigenart des Krebses, wenn ihn was beschäftigt oder irgendwas ärgert oder so, dass er das dann so ein bisschen überzieht. Ja, man will das vielleicht auch unbedingt durchsetzen. Davon solltest du Abstand nehmen. Ja, also du kannst nichts erzwingen, schon gar nicht bei Merkur rückläufig. Und du solltest natürlich auch darauf achten, dass dir das auch nicht widerfährt. Ja, also König der Kelche ist eben, ich bin fürsorglich, aber ich bin ein bisschen zugeknöpft. Der Ehrgeiz, der ja auch dem Skorpion, das ist ja skorpionische Energie, nachgesagt wird, bedeutet auch, ich will vielleicht partout meinen Punkt, meinen Standpunkt, meine Gefühle, was auch immer ich habe, durchsetzen. Ja, und da sagt die 5 der Münzen lieber nicht. Ja, man kann über alles reden, man kann vielleicht auch öfter mal über ein paar Punkte reden. Vielleicht auch mal was ausprobieren in Bezug auf diese Punkte, aber man sollte nichts erzwingen wollen. Du kannst niemanden nach deinen Vorgaben irgendwie kreieren, ne? Wir haben den Hierophanten, also es hat schon was mit Beziehungen zu tun. Es hat was vielleicht auch mit der Beziehung zu dir selber zu tun. Wenn man versucht, jemandem etwas aufzuzwingen, aufzunötigen, egal von welcher Seite das jetzt ausgeht, ist das einfach immer auch ein Mangelgefühl bei der Person, die es versucht. Also skorpionische Energie ist oftmals so, Kontrolle haben. Das ist aber aus Angst, enttäuscht und verlassen zu werden, ja. Und die Obsession ist eben die Übertreibung. Kann natürlich durch den Mond im Widder hervorgerufen werden, dass man dann denkt, und jetzt will ich es aber wissen und jetzt poche ich darauf. Das wäre gar keine gute Idee. Weder für dich selbst noch für jemand anderen, ja. Und wir haben so schöne Energien hier am Samstag, aber vielleicht hat sich was geändert. Man spricht darüber und am Sonntag ist das Thema noch nicht ganz abgehandelt. Auch das wäre durchaus möglich. Trotzdem möchte ich dich bitten als Krebs, ich sag mal mit dieser Erdenergie von Jupiter auch im Stier, zu gucken, was realistisch ist, was in der Realität tagtäglich und als normaler Mensch möglich und machbar ist. Und hier weder zu übertreiben noch sich das gefallen zu lassen, ja. Lieber davon weggehen, so nach dem Motto, ich lasse mir auch selber nichts aufzwingen. Ich möchte aber auch niemandem was aufzwingen. Ruhe, Entspannung, vielleicht auch mit der 5 der Münzen, ein bisschen Zeit für dich selbst, Alleinzeit, ne? Um darüber nachzudenken. Wir haben ja am Montag noch die Sonnenfinsternis und da könnte so etwas, wenn man nicht Acht gibt, eskalieren. Und damit das nicht passiert, sollte man sich darauf vorbereiten. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein geruhsames, schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. April 2024. Wir haben die Sonne, den Merkur und die Venus weiterhin im Widder. Natürlich ist der Merkur auch weiterhin rückläufig. Das bedeutet Stagnation, Hindernisse, Verzögerung, Missverständnisse etc. So, jetzt haben wir natürlich sehr leidenschaftliche Energien, die auch schön sind für den Löwen. Nun muss man aber bei Merkur rückläufig gerade mit diesen leidenschaftlichen Energien als Feuerzeichen auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht übertreibt und sich vielleicht in die Nesseln setzt. Der Mond befindet sich in den Fischen, genauso wie Neptun, Saturn und Mars. Das bedeutet, man kann sich in die Situation, die Mitmenschen einfühlen. Ja, das ist auch ganz gut, weil man weiß, oh, der ist gereizt, da fange ich jetzt kein Gespräch an oder keine heiße Diskussion. Ne? Das ist von Vorteil, wenn man das merkt.
Und wir haben auch noch Pluto im Wassermann, der natürlich mit Macht- und Unmachtthemen beschäftigt ist und auch mit Freiheitsgedanken, Loslösung und eben auch sich zu verwirklichen, was natürlich durch die Widderenergie noch verstärkt wird. Aber eben auch da ist die Gefahr, dass man dann übertreibt und sich zu viel zumutet. Wir haben an diesem Samstag auch noch ein Sextil zwischen der Venus und dem Pluto. Das bedeutet, diese Leidenschaft wird noch verstärkt. Man möchte dann eben auch was, ja, umsetzen, klar. Auch natürlich leidenschaftlich im Privaten, genauso wie im Finanziellen, weil Venus steht ja auch für die Finanzen. Da ist äußerste Vorsicht geboten. Deswegen bitte nicht übertreiben, sich nicht überschätzen, sich nicht zu viel zumuten und natürlich auch nicht überhöhte Erwartungen an ein mögliches Gegenüber haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Neptun ist eben auch manchmal bei einigen wirksam und kann da eben auch ein bisschen, ja, mit Schwierigkeiten dazukommen. So, Jupiter und Uranus im Stier haben jetzt keine Auswirkungen. Wir haben am Sonntag auch den Wechsel des Mondes gegen kurz vor 1:30 in den Widder. Damit wird diese leidenschaftliche Energie noch verstärkt, weil man eben auch das Gefühl hat, jetzt oder nie, ich mache jetzt einfach. Vorsicht bitte, ja. Und das gilt auch ganz besonders für den Montag, wo wir die Sonnenfinsternis haben. Da haben wir nämlich auch noch Neumond in Widder. Und das kann dazu führen, dass man tatsächlich aus der Hose fliegt, weil das nicht klappt, weil das nicht funktioniert mit den Neubeginn. Und deswegen bitte bereitet euch darauf vor, gerade auch am Montag so ein bisschen aufzupassen, dass man da nicht übertreibt, weil es kann sehr aggressiv dann zugehen. Also bitte. Ich möchte euch das nur im Vorfeld sagen. Wir haben für dich am Samstag erstmal das Ass der Kelche. Da geht es um Gefühl, da geht es um Liebe, da geht es auch um die eigenen Gefühle, das Zeigen der Gefühle, jemandem auch rüberbringen, wie sehr man ihn oder sie mag, sich wohlfühlt und so weiter. Das ist wunderschön. Wir haben auch die Königin der Stäbe, da ist Optimismus drin, da ist auch eben, wir packen mit an, wir krempeln die Ärmel hoch, wir wollen das schön machen, wir wollen uns wohlfühlen. Wir haben hier auch eine gewisse Stabilität und Sicherheit mit den 10 der Münzen, das ist wunderbar, aber man muss auch bedenken, dass man da vielleicht, wenn man sich wohlfühlt und wenn es einem gut geht und wenn man dann eben auch das Gefühl hat, ach, mir kann ja gar nichts passieren, ein bisschen blauäugig sein kann oder sich, wie gesagt, ein bisschen selbst überschätzt. Wir haben nämlich die 3 der Schwerter. Die 3 der Schwerter ist die Enttäuschung. Da kann etwas schief gehen. Da kann man vielleicht auch Geld verlieren, ja? Da kann man vielleicht zu riskant irgendwo investiert haben und das geht jetzt gerade nicht so gut oder jemand verletzt einen oder man verletzt jemand anderen. Das ist möglich. Aber man kann das eben auch, ich sag mal, abwenden, indem man da nicht übers Ziel hinausschießt, indem man selber darauf achtet, dass man eben auch nicht zu hohe Erwartungen hat, beziehungsweise auch keine unnötigen Risiken eingeht, ja. Also da ist eine gewisse Vorsicht geboten, obwohl das ansonsten sehr, sehr schön ist. Ein bisschen Dankbarkeit und Demut tut auch gut, ja, dass man sich bewusst wird, was man schon erreicht hat und dass man sich da auch, ja, das möchte man ja auch beibehalten. Am Sonntag haben wir die Hohepriesterin. Das ist sehr schön. Das bedeutet nämlich, dass man zwischen den Zeilen lesen kann. Also nicht nur das Gesagte, sondern auch am Verhalten oder an der Energie des jeweils anderen merkt, oh, da muss ich aufpassen oder da muss ich ein bisschen achtsam sein. Wir haben die Veränderung, die Transformation. Vielleicht hat sich etwas geändert dann oder es verändert sich gerade etwas, ja. Du bist guter Dinge. Ne, gute Stimmung, gute Energien, klar, auch mit dem Mond im Widder. Aber man kann eben auch, wie gesagt, so ein bisschen diese Leidenschaft übertreiben im Sinne von, mir kann doch nichts passieren und ich mache das schon und so. Vorsichtig bitte. Wir haben mit den 5 der Stäbe eben auch Wettbewerb. Wir haben vielleicht auch so nach dem Motto, ich darf dem Frieden nicht trauen. Es geht nicht darum, dich jetzt die ganze Zeit missmutig zu halten oder dich, ja, ich sag mal, pessimistisch zu stimmen. Ganz im Gegenteil. Du sollst ja das, was du aufgebaut und erreicht hast, auch weiter beibehalten können. Und dazu ist es notwendig, auch ein bisschen kritisch darauf zu schauen. Auch wenn es gefühlt sehr, sehr gut läuft und die Dinge sich in deinem Sinne entwickeln, trotzdem muss man immer darauf achten. Dinge können sich verzögern. Missverständnisse können aufkommen in der Kommunikation, ja. Und man kann auch selber ein bisschen, sagen wir mal, betriebsblind sein, ja, dass man auf seine Sachen fokussiert ist, aber das Drumherum
vielleicht nicht mit berücksichtigt. Ich kann dir als Löwen nur wirklich ans Herz legen, achtsam vorzugehen. Im Sinne von, ich beobachte auch, wie es meinen Mitmenschen geht. Ich beobachte, was um mich herum geschieht. Nicht misstrauisch, sondern neutral. Und schaue, inwiefern das Einfluss auf meine Art und Weise, die Dinge zu handhaben hat. Oder wo ich da ein bisschen aufpassen sollte. Ne? Man muss nicht jetzt ständig jemanden misstrauen oder so. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass sich die Ereignisse oder die Dinge plötzlich und unerwartet verändern können. Ja? Und wenn du das schon spürst mit deiner Intuition, dann solltest du ganz besonders aufmerksam beobachten. Das heißt nicht, dass du direkt zur Tat schreiten musst, sondern die Dinge im Auge behalten solltest. Darum geht's. Und das geht am besten mit Ruhe und Entspannung, die ich dir natürlich auch fürs Wochenende ans Herz legen möchte, dass du eben ganz entspannt, relaxed, guter Dinge an die Dinge herangehst, aber trotzdem nicht deinen Überblick verlierst, ja, dass du den Überblick darüber hast, was um dich herum geschieht, was um dich herum los ist, ja, und wie die Dinge zusammenhängen. Das ist einfach so, ich sag mal, ein gutes Rezept, damit klarzukommen und wichtig, am Montag eben auch so ein bisschen aufzupassen. Es kann aggressiv, es kann schlechte Laune vorherrschen oder jemand redet sich in Rage. Solche Dinge sind möglich, aber das besprechen wir dann am Montag. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein geruhsames, schönes Wochenende und wir sehen uns dann Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. April 2024. Wir haben die Sonne, den Merkur und die Venus im Widder. Merkur ist natürlich weiter rückläufig und sorgt für Stagnation, Missverständnisse etc. So, wir haben sehr leidenschaftliche Energien. Wir haben den Mond allerdings in den Fischen. So, einfühlsam auch Neptun, Saturn und Mars. Und damit sind wir wieder bei Neptun, der natürlich auch der Jungfrau Unsicherheiten geben kann, Gefühl eben auch so ein bisschen Achterbahn fährt oder man eben den Blick fürs Wesentliche nicht so wirklich hat. Da sollte man natürlich dann besonders achtsam sein beziehungsweise sich Unterstützung suchen oder versuchen, diesen Überblick zu finden. Und zwar so neutral wie nur irgend möglich. Dazu kommt, dass wir Pluto im Wassermann haben, der eben auch mit dieser feurigen, temperamentvollen Widderenergie auch nach vorne strebt und die Dinge umsetzen möchte und dann auch vielleicht ein bisschen rechthaberisch daherkommt und eben auch leidenschaftlich. Jetzt haben wir am Samstag auch noch ein Sextil zwischen der Venus im Widder und dem Pluto im Wassermann. Das bedeutet auch, dass man sehr leidenschaftlich daherkommt oder der ein oder andere. Aber wie das mit Leidenschaften so ist, man kann auch übertreiben und man kann eben auch aus der Hose fliegen, wenn das nicht so läuft, wie man das gerne hätte. Da sollte man achtsam sein. Und dann haben wir am Sonntag auch noch, dass gegen 1:30, kurz vor 1:30, der Mond in den Widder wechselt. Wir haben am Montag dann auch den Neumond im Widder. Ich möchte das nur schon mal vorweg sagen und die Sonnenfinsternis. Und das kann eben zu Eskalationen führen, wenn man, sagen wir mal, mit dem Kopf durch die Wand will oder wenn man sauer ist und ne, diese Aggressionen sich vielleicht angestaut haben. Deswegen sage ich das vorweg. Am Wochenende ist sozusagen die Übungsphase, den Montag so ruhig wie nur möglich, ohne Eklat zu gestalten. Wir schauen jetzt mal, wie das bei der Jungfrau so aussieht. Was haben wir da? Am Samstag haben wir den Hierophanten. Da geht es erstmal auch um die Beziehung zu dir selbst. Wie siehst du dich? Gehst du mit dir vernünftig um? Wie sieht es mit den anderen aus? Deinen Mitmenschen, deinem Umfeld? Ja, das kann die Familie sein, das kann der Partner, die Partnerin sein, die Freunde, Bekannte, Nachbarn, wer auch immer. Ja, durch Beobachtung lernt man, kann man eben auch erkennen, wie die Leute unterwegs sind. Da ist natürlich auch das Feingefühl drin, die Intuition, dass man versucht, sich auch in andere hineinzuversetzen. Das ist immer der erste Weg, ein besseres Verständnis zu finden. Mit dem Ass der Schwerter hast du wichtige Erkenntnisse. Also du weißt dann ungefähr, wieso deine Mitmenschen unterwegs sind, wer was vielleicht möchte, wer auch vielleicht so ein bisschen, sagen wir mal, angepiekst ist. Wir haben die liebenden Zwillinge-Energie. Ja, da kann man sich eben auch so ein bisschen verrennen oder sich zu viel zutrauen oder vielleicht auch, sagen wir mal, nach eigenen
Vorstellungen vorgehen, also was man am liebsten tut. Natürlich sollst du auch das machen, was du am liebsten tust, aber wichtig ist auch, dass man darüber spricht, dass man sich austauscht. Nun ist das jetzt mit Merkur rückläufig ein bisschen komplizierter. Man muss seine Worte gut überlegen, also gut wählen und beziehungsweise auch dafür sorgen, dass es möglichst keine Missverständnisse gibt. Aber man kann durch dieses Sextil zwischen Venus und Pluto natürlich auch Dinge herbeiführen, schöne Dinge herbeiführen. Man sollte nur nicht zu rechthaberisch und zu eigenwillig daherkommen. Auch sollte man sich selber nicht irgendwas aufzwingen lassen. Am Sonntag haben wir das Gericht. Das ist sehr schön. Das bedeutet nämlich, man hält sich an die Fakten. So. Dann haben wir die Disziplin, Durchhaltevermögen, also auch vielleicht auch so ein bisschen weiter nach der Intuition zu gehen und zu schauen, was um einen herum passiert. Wir haben den Magier aus der Theorie in die Praxis umsetzen. Nun ist jetzt aber leider momentan ja das mit dem Umsetzen etwas schwieriger. Der Magier steht manchmal auch für Manipulation, also dass man irgendwie weiß, wie man jetzt, welche Fäden man ziehen muss, um etwas durchzusetzen. Ja, da sollte man dann auch nicht unfair werden oder auch beachten, dass einem das selbst passieren kann. Wir haben den Ritter der Kelche, freundliche, liebevolle Energie. Man geht entgegen, kommt auf andere zu, man ist freundlich, man ist auch liebevoll. Klar, das ist sehr schön. Wie gesagt, man sollte jetzt auch nicht zu eigenmächtig vorgehen, also dass man Entscheidungen einsam und alleine trifft. Und du hast ja auch mit Neptun zu kämpfen. Das heißt, der Durchblick ist dir manchmal auch ein bisschen versagt, auch gerade so im Gefühlsbereich. Ja, es kann auch sein, dass jemand durch Freundlichkeit dich zu etwas überreden möchte. Ja. Ist möglich, ja. Da solltest du natürlich nach den Fakten schauen. Immer überprüfen, wenn dir einer irgendwas vorschlägt oder sagt, dann machen wir das und das. Und wenn du dann vielleicht so und so viel Geld investierst, das klappt schon, dann informiere dich, ob das wirklich klappt oder ob derjenige dir nur das Geld aus den Rippen leiern möchte. Zum Beispiel jetzt, ne? Also diszipliniert eben auch darauf achten, sich nicht von schönen Worten einfach nur zufriedenstellen zu lassen, sondern tatsächlich auch zu schauen, welche Intentionen haben die Personen und ist da wirklich was dran? Denn man kann ganz schön auf die Nase fallen, wenn man zu viel riskiert. Ich denke, die Gefahr ist nicht gegeben. Du hast als Unterstützer auch Jupiter und Uranus im Stier, wobei du, wie gesagt, jetzt noch keine Veränderungen umsetzen solltest. Aber du hast Erleichterung. Du siehst das vielleicht leichter als sonst, also mit Jupiter im Stier, wo dir auch, ich sag mal, gute Dinge zufallen können. Aber auch die solltest du auf Machbarkeit, auf Realität prüfen. Ich denke, das tust du sowieso. Und dann gilt es, an diesem Wochenende ruhig, entspannt und relaxed zu sein, um sich am Montag dann eben auch darauf einzustellen, dass der eine oder andere vielleicht auch ein bisschen machthungrig, selbstgerecht oder rechthaberisch daherkommen kann. Und das schließt dich als Jungfrau natürlich nicht aus. Aber wie gesagt, das muss jetzt nicht von dir ausgehen. Es kann auch im Umfeld der Fall sein, im Job zum Beispiel oder so, ne? Und da muss man sehr vorsichtig sein, ne? Dass man sich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnt oder vielleicht auch, ja, ich sag mal, in heiße Diskussionen einsteigt. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Da wir am Montag den Neumond auch noch im Widder haben und dann auch in Verbindung mit Pluto und ein, ich gucke gerade mal, Sonne und Mond natürlich beide im Widder sind, also ist da eine gewisse Vorsicht angebracht, auch, ich sag mal, intuitiv, dass man sich so ein bisschen überlegt, ne, wie man jetzt mit der Situation oder den Personen umgeht. Also relax am Wochenende und stell dich drauf ein. Viel Erfolg, wir sehen uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. April 2024. Wir haben die Sonne, Merkur und Venus im Widder. Merkur ist weiter rückläufig natürlich im Widder. Und wir haben sehr leidenschaftliche Tendenzen, auch mit Pluto im Wassermann. Wir haben sogar ein Sextil am Samstag zwischen der Venus im Widder und dem Pluto im Wassermann. Das bedeutet natürlich sehr viel Leidenschaft, aber wie das halt manchmal auch ist mit Leidenschaft, wenn man es übertreibt oder wenn man vielleicht auch, naja, die negativen Seiten der Leidenschaft sieht, kann es auch dazu führen, dass man in irgendeiner Form übertreibt, zu viel will
oder vielleicht auch eifersüchtig ist oder irgendwie sich in Rage redet. Da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Dazu kommt der Mond in den Fischen, Sensitivität, Einfühlungsvermögen, auch mit Neptun, Saturn und Mars. Da gilt es, sich auch so ein bisschen auf die Personen, die Situation einzustellen, was der Waage nicht immer ganz leicht fällt. Dein Talent liegt ja auch in Harmonie, Diplomatie, aber wir haben ja Merkur rückläufig und das könnte schiefgehen. Deswegen versuche auch ein bisschen Sensitivität mit einzubringen. Wir haben Jupiter und Uranus im Stier, hat auch nicht so viel Einfluss auf die Waage. Am Sonntag haben wir dann ab kurz vor 13:30 eben auch den Mond im Widder. Da ist noch mehr Temperament und Leidenschaft drin. Man kann schon auch sagen, dass sehr viel Widderenergie dazu führt, dass man ein bisschen stur und ein bisschen rechthaberisch daherkommt. Das muss nicht bei dir der Fall sein, das ist bei allen so. Also man muss das beobachten. Deswegen kann die Sensitivität natürlich helfen. Und da sollte man natürlich auch gucken, dass man da eben auch so ein bisschen schneller den Riegel vorschiebt oder sich aus der Affäre zieht, indem man die Leute, die sich da vielleicht gerade ja krachen oder irgendwie temperamentvoll sich miteinander austauschen, vielleicht einfach ja anderen Weg geht oder so. Montag ist ja auch die Sonnenfinsternis, da haben wir Neumond im Widder. Da kann es eskalieren, wenn man nicht aufpasst. Und das, wie gesagt, muss jetzt nicht dich persönlich betreffen, im Sinne von, dass du aus der Hose fliegst, aber es kann in deinem Umfeld der Fall sein. Der Chef, der Kollege, die Kollegen, wie auch immer. Also äußerste Vorsicht geboten, aber da kommen wir dann am Montag noch zu. Aber man kann sich an diesem Wochenende schon ein bisschen darauf einstellen. Na dann, schauen wir mal, wie sieht es am Samstag für die Waage aus? Die Zwillinge-Energie der Liebenden. Also du gehst deinen Vorlieben nach, du bist sehr fürsorglich oder bekommst sehr schöne Fürsorge. Man kann das natürlich auch gegenseitig vergeben. Das ist sehr schön. Ich denke, es geht auch sehr leidenschaftlich zu an diesem Samstag für dich. Man achtet auf Details. Das heißt, vielleicht schöne Gesten, Detailfragen. Man beobachtet vielleicht auch genauer als sonst, wie die Dinge verlaufen, damit das eben harmonisch geht. Ich denke, damit liegst du auch nicht falsch. Also, dass du dich darum kümmerst, dass du eben zufrieden bist, alles ruhig verläuft, Diplomatie natürlich, ja. Am Sonntag haben wir dann die zwei der Stäbe vor einer Entscheidung stehen, schwierig für eine Waage. Das Ass der Stäbe, da ist die Leidenschaft mit drin. Und der Ritter der Münzen, ja. Bedeutet, dass du natürlich leidenschaftlich an einer Sache interessiert bist, ob das beruflich oder privat ist oder ich sag mal beides auch meinetwegen. Wichtig ist, dass diese Leidenschaft eben nicht wie ein Vulkan ausbricht und dann vorbei ist, sondern dass man gemäßigt mit dem Ritter der Münzen geduldig auch vorgeht. Vielleicht hast du auch jemanden an deiner Seite, der sehr temperamentvoll ist und sich selbst so ein bisschen in Rage redet. Dann kannst du vielleicht beruhigend auf die Person einwirken und sagen, hey, ne, alles gut, ne, wir stehen zusammen, wir kriegen das gemeinsam hin, wir managen das, ne. Wir haben nämlich da eine ganz schöne Irritation, die Acht der Schwerter. Vielleicht sind da eben auch Veränderungen drin an diesem Sonntag, mit denen du nicht gerechnet hast. Ja, wir haben ja immer noch den Uranus im Stier, der auch eigenmächtig Veränderungen vornimmt. Wir haben dann eben auch die Energie mit Pluto, mit der Widderenergie. Vielleicht agiert auch jemand sehr eigenmächtig, ne, und ist da auch überzeugt, dass er oder sie das Richtige tut und so weiter. Da Einfluss zu nehmen könnte schon, ja, sagen wir mal, herausfordernd sein. Aber trotzdem Ruhe bewahren, liebe Waage, ne? Sich auch selber nicht davon anstecken lassen, dass man vielleicht sagt, mit der Pluto-Energie, jetzt setze ich mich aber mal durch. Ich glaube, man sollte das vielleicht eher nach dem 8. machen. Der 8. ist der Montag, weil, wie gesagt, da einiges schwierig ist. Wir haben dann eben auch eine Konjunktion zwischen Sonne und Mond. Wir haben die Sonnenfinsternis, den Neumond im Widder und wir haben weiterhin Merkur rückläufig, ja. Und Sonnenfinsternis ist auch immer so ein bisschen ein, sagen wir mal, Vorzeichen für mögliche Gefahren, dass man sich in Gefahr begibt oder dass jemand sehr aggressiv wird, vielleicht gerade bei Widderenergie. Auch da solltest du natürlich dich nicht unnötig in irgendwelche Dinge hineinhängen. Also wenn du die Entscheidung hast, ob du dich jetzt bei einer Diskussion oder einem Streitgespräch einmischt,
dann sollte die Idee sein, lieber nicht. Ja, weder am Sonntag noch am Montag. Am Sonntag ist es noch human, sag ich mal. Da merkst du schon, dass es Irritationen gibt. Aber du kannst dich so ein bisschen darauf mental einstellen, sehr achtsam zu sein, die Intuition, das Bauchgefühl zu nutzen, sich nicht unnötig irgendwie in was reinziehen zu lassen. Das ist ganz wichtig. Auch wenn du wütend bist selber, ne, oder wenn dich was aufregt. Es bringt nicht so viel, weißt du, weil das könnte etwas hervorbringen, was du nicht erahnen kannst und was du vielleicht auch lieber nicht hervorbringen möchtest. Sei es jetzt Hass, Neid, Missgunst, Dinge, die den richtigen Zorn hervorrufen bei anderen oder auch bei dir selber. Also das könnte, wie gesagt, am Montag eskalieren. Übe dich in Geduld, auch wenn du nicht sofort die Lösungen parat hast. Es ist besser, da ein bisschen kleinere Brötchen zu backen und erstmal zu gucken, was um dich herum geschieht. Und da, wie gesagt, sehr aufmerksam, sehr achtsam zu sein und sich nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Das könnte auch bedeuten, nicht zu sehr aufs Gaspedal zu drücken zum Beispiel. Da ein bisschen, ich sage jetzt mal, den Überblick zu bewahren und sich da nicht zu irgendwas verleiten zu lassen. Es wäre genauso, als wenn jemand sagt, gib Gas, ne? Und du sagst, nee, mache ich nicht, ne? Also muss ja nicht sein. Also solche Dinge, auf die solltest du ab Sonntag und vor allen Dingen am Montag achten. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, geruhsames, erholsames Wochenende. Das muss natürlich auch sein. Und dann sehen wir uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. April 2024. Weiterhin Sonne, Merkur und Venus im Widder. Merkur weiterhin rückläufig, also schwierig in der Kommunikation, im Vorankommen, Dinge verzögern sich etc. Also man muss da eben auch in der Kommunikation ein wenig aufpassen. So, wir haben dann den Mond in den Fischen, was sehr schön ist, Einfühlungsvermögen. Genauso mit Neptun, Saturn und Mars. Also man hat schon den richtigen Riecher, das richtige Bauchgefühl für die Dinge, die wichtig und relevant sind. Und man kann auch zwischen den Zeilen lesen. Also das, was nicht ausgesprochen, aber irgendwie wie ein rosa Elefant im Raum schwebt. Ja, das hilft dir als Skorpion natürlich auch enorm. So, jetzt haben wir Pluto im Wassermann, eine starke Macht- und Ohnmacht-Energie. Das ist nicht deine Energie und du fühlst dich dabei auch nicht besonders wohl. Und das wird halt noch verstärkt durch die Widder-Energie und kann auch natürlich in Bezug auf Missverständnisse entstehen oder eben Rechthaberei. Jemand geht zu weit nach vorne, ist vielleicht auch sehr aggressiv oder eben auch sehr, ja, ich sag jetzt mal selbstgerecht. Jetzt haben wir an dem Samstag auch noch ein Sextil zwischen der Sonne in Widder und eben Pluto im Wassermann. Das ist eine Energie, die das noch verstärkt und da musst du auch als Skorpion aufpassen, dass du dich davon nicht zu sehr, ich sag mal, reizen lässt, dich auch mit deinem Temperament vielleicht auch nicht zu sehr herausfordern lässt. Das ist ganz wichtig, ja. Da solltest du dann gefühlsmäßig, intuitiv, ich sag mal, die Oberhand behalten. Unterstützend hast du auch noch den Jupiter und den Uranus zur Seite, wobei du natürlich jetzt nichts verändern sollst, sondern eben auch die Dinge leichter nimmst vielleicht oder Möglichkeiten hast, damit besser umzugehen als so manch ein anderer. Das erfordert natürlich auch eine gewisse Toleranz gegenüber denen, die vielleicht gerade ausflippen, weil es ihnen nicht gut geht oder weil sie sauer sind oder so. Also man kann aber mit dieser Verbindung Sextil zwischen Venus und Pluto auch Dinge klären, zur Ruhe bringen, Leidenschaft erleben, klar. Aber wie immer ist Leidenschaft auch eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der einen Seite natürlich leidenschaftlich, aber man kann sich auch in Abhängigkeiten begeben oder man kann eben auch zu heftig darauf reagieren. So, am Sonntag wechselt dann der Mond, der ja bis dahin in den Fischen ist, gegen kurz vor 2 in den Widder. Da haben wir dann noch mehr feurige, temperamentvolle, ungebremste Durchsetzungskraft, die dann auch dazu führen kann, dass man das nicht auf sich beruhen lassen möchte. Also auch da bitte Vorsicht, ja. Montag ist ja auch noch die Sonnenfinsternis. Da wird das wahrscheinlich auch ein Stück weit eskalieren mit Neumond im Widder.
Und natürlich auch, ich denke mal, Sonnenfinsternis ist immer eher ein Vorsichtszeichen, ja. Wir schauen jetzt mal, wie das am Samstag aussieht für den Skorpion. Eigenliebe, Liebe zeigen, genießen natürlich, auch dem Gegenüber zeigen, wie sehr man ihn oder sie schätzt, ja. Oder vielleicht eben auch, bist du selbst auch sehr gefühlvoll, ne? Die 5 der Münzen ist immer so der Rückzug, das Alleinsein, über Dinge nachdenken wollen. Vielleicht bist du auch sehr dünn heute hier mit der ganzen Fische-Energie. Und hier haben wir das Gericht, dass du möchtest dir vielleicht ein Urteil erlauben über eine Sache, eben unabhängig von anderen, ja? Oder eben auch unbeeinflusst in irgendeiner Form von deinen Gefühlen, aber auch natürlich von deiner Leidenschaft. Du bist da vielleicht auch, ich sag jetzt mal vorsichtig, weil du ja auch jetzt vorgewarnt bist. Wir haben hier Geselligkeit, Gesellschaft an sich. Und du versuchst eben deine Mitmenschen auch so zu betrachten, dass du da eben auch eine gewisse Toleranz hast, versuchst die Fakten zu klären, dich nicht von möglichen Provokationen irgendwie verleiten zu lassen, finde ich sehr vernünftig und auch sehr gut für deine eigenen Nerven auch, ja. Vor allen Dingen denke ich auch, dass du Dinge sehr gut prüfst. Das heißt aber auch nicht, dass du jetzt permanent Misstrauen schüren solltest, sondern dass du eben auch deine Gefühle und deine Sachlichkeit für dich klärst und dann auf andere zugehst und dann eben auch vielleicht im Zweifelsfall die Flucht ergreifst, bevor du dich mit jemandem anlegst. Am Sonntag haben wir den Stern. Das ist die Wassermann-Energie der Heilung. Ja? Wir haben die Königin der Münzen. Du kümmerst dich darum, erdverbunden, pragmatisch vorzugehen und Dinge wahrscheinlich auch nicht so eng zu sehen. Ich denke mal auch, dass du da selber weißt, dass du auch schnell bei bestimmten Triggerpunkten auf der Palme bist und da möchtest du auch selber gar nicht hin. Wir haben die Welt. Du möchtest etwas hinter dich bringen, etwas Neues, ja, herstellen oder umsetzen. Ja, wir haben den König der Stäbe, da ist die Widderenergie. Und da kann es natürlich passieren, denn du bist sehr ehrgeizig. Du hast auch bestimmte Ziele und Vorgaben, die du dir selber gegeben hast, und du bist auch niemand, der auf halber Strecke aufgibt. Dann ganz bestimmt nicht. Aber mit dieser König der Stäbe-Energie bist du auch oder läufst du zumindest Gefahr, dass du das, was du bisher erreicht hast oder so, auch mit den Ellenbogen durchsetzen möchtest. Ich möchte dich davor warnen, die zu extrem zu nutzen. Ja, gerade jetzt hier Sonntag und auch gerade am Montag, weil, wie gesagt, das von negativen Einflüssen, wie die Sonnenfinsternis begleitet ist, wo man dann eher, ich sag mal, mehr Chaos anrichtet, als dass man sich aus irgendwas herauszieht oder irgendwas tatsächlich zu Ende bringt. Das liegt schon mal einmal an Merkur im Widder rückläufig, dann an der Energie von Neumond im Widder, der natürlich auch herausfordernd ist. Man möchte endlich ja Dinge zu Ende bringen. Aber halte dich da bitte ein wenig zurück. Versuche am Wochenende schon zu überlegen, wie du die Dinge pragmatisch und ruhig angehen kannst, damit das auch am Montag nicht zu Auseinandersetzungen oder Eskalationen führt. Das kann meinetwegen zu schnelles Fahren sein. Das kann in Wut irgendwo hingehen und sich dann mit dem nächstbesten anlegen bedeuten, weil ja alle so ein bisschen auf Krawall gebürstet sind. Es wäre vielleicht besser, sich auf eine Aufgabe zum Beispiel zu konzentrieren, sich möglichst nicht davon ablenken und abbringen zu lassen und vor allen Dingen seine Intuition zu nutzen, zu wissen, dass das ein bisschen schwierig werden könnte und sich trotzdem da im Griff zu halten und nicht zu eskalieren, weil der Schaden, der dadurch angerichtet werden kann, ist viel größer als dieses, sich mal einen Moment zusammenzureißen und vielleicht ja, den Raum oder die Situation zu verlassen. Das ist etwas, woran du vielleicht auch denken kannst, um das zu vermeiden. Ich kann dir das nur ans Herz legen. Du entscheidest natürlich selber, wie du daran gehst, ja. Aber wenn du vorbereitet bist und dir am Wochenende auch ein bisschen Ruhe und Entspanntheit gönnst, dann kriegst du das wunderbar geregelt. Viel Erfolg dabei. Wir sehen uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. April 2024. Wir haben die Sonne,
den Merkur und die Venus im Widder. Wäre schön, wenn der Merkur nicht rückläufig wäre, aber der lässt vieles stagnieren, sorgt für Missverständnisse, du kennst das. Ne? Merkur rückläufig ist immer ja eine schwierige Situation und man muss sich mit dem begnügen, was so, ja, Dienst nach Vorschrift nenne ich das, so was so geht, so Alltägliches. Der Mond befindet sich in den Fischen, macht sehr gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam, verwirrt aber auch manchmal und macht auch sehr dünnhäutig zum Teil. Jetzt haben wir Neptun, Saturn und den Mars auch noch in den Fischen und Neptun ärgert den Schützen ja auch und sorgt dafür, dass er nicht ganz klar sieht, dass seine Gefühle ihn davontragen, dass er manchmal eben auch launenhaftig daherkommt, aber er kann sich das selber nicht erklären, aber du musst damit klarkommen, ja. Also es ist schon schwierig mit dieser Neptun-Energie und diesen herausfordernden Widder-Energien, die nach vorne streben und dich auch dazu veranlassen, ein Risiko einzugehen. Das solltest du aber lieber bleiben lassen. Wir haben dann Pluto im Wassermann, der das noch verstärkt, ja. Jetzt haben wir am Samstag auch noch ein Sextil zwischen der Venus im Widder und dem Pluto im Wassermann. Da kann es durchaus dazu kommen, dass man sich überschätzt, zu eigenwillig, zu rechthaberisch daherkommt. Es kann dir aber genauso gut begegnen. Auch da ist Vorsicht geboten. Nutze deine Intuition und auch Saturn, dir nicht irgendwas vormachen zu lassen, dich nicht irgendwie zu irgendwas überreden zu lassen, beziehungsweise auch zu denken, ach ja, ich riskiere jetzt mal hier was und dann bin ich fein raus. Das wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Ja, bleibe bei dem, was du kennst, was du kannst, was du tust, ja, und versuche da eben auch keine Eskalationen herbeizuführen. Am Sonntag wechselt dann gegen kurz vor 13:30 auch noch der Mond in den Widder. Das verstärkt das natürlich auch, ja. Und am Montag haben wir die Sonnenfinsternis und Neumond im Widder. Kann sein, dass es am Montag bei dem einen oder anderen, muss nicht sein, aber es kann eskalieren. Und da möchte ich dich vorwarnen, bereite dich darauf vor, dich nicht herausfordern zu lassen, nicht zu riskieren, nichts unnötig zu riskieren. Ja, die Dinge so zu handhaben, routinemäßig, ja. Und auch im Gefühlsbereich kannst du natürlich leidenschaftlich Samstag erleben. Aber wie das so ist mit Leidenschaft, die kann auch manchmal ins Gegenteil umschlagen. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, mein lieber Schütze. Wir haben die Herrscherin. Du kommst gut voran an diesem Samstag, ja. Das ist schön. Da ist die Risikofreude, es leicht zu nehmen, ja. Du kannst Dinge auch leicht nehmen, aber du musst immer alles im Blick behalten. Auch wenn Neptun dir vorgaukelt, alles easy, alles gut, versuche dich zu informieren, über den Tellerrand zu schauen. Mit der Welt möchtest du etwas hinter dich bringen. Du kannst es aber nicht forcieren, erzwingen, durchsetzen. Das funktioniert leider nicht. Aber was du tun kannst, du kannst die Vergangenheit hinter dir lassen. Du kannst vielleicht durch, ich sage jetzt mal, schöne Energien, Bereitschaft auch sich zu öffnen, sentimental zu sein oder liebevoll zu genießen, kannst du vielleicht ein Kapitel aus der Vergangenheit abschließen. Also vielleicht gehst du nochmal zurück, bearbeitest das und du sagst oder du entscheidest dich dazu zu sagen, okay, das lasse ich jetzt hinter mir. Das ist möglich. Jetzt am Sonntag haben wir die 6 der Münzen. Du bemühst dich auch selber um Fairness, um Miteinander. Der Turm, weniger ist mehr, also auch Risiko, keine Risiken eingehen. Und der König der Kelche, das bedeutet, du selbst gehst in die skorpionische Energie. Skorpionische Energie bedeutet, ich bin fürsorglich, nett und so weiter, aber meine Pläne behalte ich für mich. Das heißt, dass du hier mit dem Turm dich nicht unnötig um etwas, um jemanden bemühst, der vielleicht, sagen wir mal, das nicht zu schätzen weiß oder vielleicht auch undankbar daherkommt. Mit dem Turm, ja, Hindernisse beseitigen, Platz schaffen für Neues, dass du, wie gesagt, den Dienst nach Vorschrift, wie ich das so nenne, umsetzt, also Alltägliches mit dem Turm, nicht zu viel machst, ja. Dir auch Ruhe gönnst, mit dem König der Kelche freundlich entgegenkommen, aber unverbindlich bleibst. Wir haben hier die 8 der Kelche, du bist bereit, Neues zu empfangen. Ja, wir haben ja auch Jupiter und Uranus. Jupiter ist ganz weit weg, aber wie gesagt, ich denke, er ist dir wohlgesonnen.
Trotzdem solltest du natürlich weder heute, also am Sonntag, noch am Montag irgendwas Neues beginnen, auch wenn der Neumond im Widder dich dazu verleiten kann. Du bist offen für das, was kommt, aber du bist hoffentlich flexibel und diszipliniert genug, jetzt nichts übers Knie brechen zu wollen. Das kann ich dir nur ans Herz legen. Der Montag, wie gesagt, da haben wir Neumond in Widder. Wir haben die Sonnenfinsternis, die immer auch, sagen wir mal, ja, so ein bisschen Gefahr bedeuten kann, wenn man nicht aufmerksam, achtsam ist, wenn man nicht guckt, wie schnell man fährt, wenn man sich zu schnell ablenken lässt. Und die Gefahr ist bei dir, wie auch bei anderen, mit dem Neptun gegeben, dass man zu unaufmerksam ist. Also bemühe dich auf jeden Fall, erstmal Ruhe zu haben am Wochenende und dich am Montag eben auch genauer umzuschauen. Auch dein Bauchgefühl mit einzubeziehen und möglichst nicht zu riskieren, auch wenn das noch so verlockend ist, ja. Warte lieber, prüfe die Dinge. Merkur rückläufig warnt ja sowieso, irgendwelche Dinge zu unterschreiben, Neues anzufangen, etc. Man sollte die wirklich auf Herz und Nieren prüfen, die Dinge, bevor man sich auf etwas Neues einlässt. Gefühlsmäßig bist du offen. Das bedeutet also, dass du aufnahmefähig bist, ja, auch der Liebe natürlich gegenüber aufgeschlossen bist. Aber du solltest dir natürlich nichts vormachen lassen. Also ein bisschen Skepsis, Misstrauen, wie das auch die skorpionische Energie ja andeutet, ist auf jeden Fall angebracht, sich selbst eben nicht übervorteilen zu lassen und sich vielleicht auch selber nicht zu sehr in die Karten schauen zu lassen, dass man sagt, okay, ich habe mich noch nicht entschieden, ich weiß noch nicht, wohin das führt. Ich muss auch so neutral wie möglich bleiben, gerade auch am Montag. Denn wir haben eben sehr streitbare Energien. Wir haben auch das, ja, ich sag mal, man so ein bisschen zornig sein kann, wütend, aufgeregt oder eben unaufmerksam. Und da sollte man versuchen, eben noch langsamer zu machen. Wie, wenn das irgendwie geht, solltest du darauf achten, nur um einfach keinen blöden Fehler zu begehen oder einen falschen Schritt. Das wäre ganz gut. Ich wünsche dir ein erholsames, schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. April 2024. Weiterhin Sonne, Merkur, Venus im Widder. Merkur ist weiterhin rückläufig. Und erschwert uns die Kommunikation, das Vorankommen. Es ist so ein bisschen Stagnation, Schwierigkeiten. Du kennst das vielleicht. Der Mond befindet sich in den Fischen. Sensitiv, gefühlvoll auch. Neptun, Saturn und Mars befinden sich in den Fischen. Und da kannst du auch als Steinbock den richtigen Riecher für Dinge haben. Du kannst eben auch dich in andere gut hineinversetzen, selbst sehr gefühlvoll sein. Eben auch, ja, ich sag mal, über Gefühle vielleicht auch reden, aber da muss man halt mit Merkur rückläufig ein bisschen aufpassen. Wir haben auch den Pluto im Wassermann. Eine sehr starke, ja, Machtenergie in Verbindung mit der Widderenergie. Auch sehr stark durchsetzungsfähig und ein bisschen stur, eigenwillig und rechthaberisch, möglicherweise. Das kann dich selber betreffen, aber natürlich auch andere in deiner Umgebung, ja. Das muss nicht immer von dir ausgehen, aber du hast damit zu tun. So, dieser Pluto im Wassermann steht im Sextil zur Venus im Widder. Das bedeutet, man könnte da ja natürlich gefühlsmäßig Dinge klären, gut vorankommen, auch Leidenschaft erleben, selbstverständlich. Aber wie das mit Leidenschaften immer so ist, man muss aufpassen, dass da nicht irgendwas hochkocht, Eifersucht oder eben auch Besitz oder Durchsetzungsfähigkeit oder man will Macht ausüben. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, auch in den Finanzen. Denn es kann durchaus sein, dass man entweder selber oder jemand anders was erzwingen möchte. Und da ist natürlich der Machtkampf drin. Und da sollte man aufpassen. Da kann natürlich die Intuition mit der Fische-Energie enorm helfen. Dazu muss man sich natürlich darauf einlassen. Hinzu kommt Jupiter und Uranus im Stier, die dich unterstützen, die dir eben auch die Möglichkeit geben, die Dinge leichter zu erkennen, zu durchschauen, auch, ich sag jetzt mal, Lösungsansätze bietet.
Verändern würde ich jetzt großartig nichts, einfach wegen dem rückläufigen Merkur. Uranus ist ja auch selbstständig unterwegs, Dinge zu verändern. Darauf kann man ja auch setzen. Am Sonntag haben wir dann ab kurz vor 13:30 den Mond auch noch im Widder. Das verstärkt natürlich den Wunsch, den Drang, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, sich durchzusetzen. Und das birgt die Gefahr, dass man es übertreibt. Ja? Vor allen Dingen haben wir am Montag dann auch noch Sonnenfinsternis, Neumond in Widder und das kann zu weit führen. Da sollte man sich am Wochenende ein bisschen drauf einstellen. Schauen wir uns jetzt erstmal an, was wir am Samstag für den Steinbock haben. Du hast auch die skorpionische Energie, fürsorglich, aber bedeckt. Also zu viel wirst du nicht verraten. Du hast auch die Welt, du möchtest auch etwas hinter dich bringen, fertigstellen etc. Und wir haben den Wagen. Du bist ja erfolgsverwöhnt und mit der skorpionischen Energie sicherlich auch übermäßig ehrgeizig, ja? Hierbei ist es immer wichtig, nicht aus der Rolle zu fallen und nicht zu verändern, ja, mit der Rückläufigkeit. Es kann sein, dass das nicht funktioniert, ja? Also, dass du da irgendwas gemanagt kriegst oder dass sich da was verändert, das dauert halt seine Zeit. Wir haben die zwei der Schwerter und es bedeutet, dass du da auch nicht, sagen wir mal, zu fordernd sein solltest oder von deinen Plänen andere nicht unbedingt erzählen solltest. Das sind vor allen Dingen Leute, die vielleicht mit dir persönlich gar nicht so viel zu tun haben. Man kann auch so ein bisschen angeben oder man möchte jemanden in seine Schranken verweisen oder ähnliches. Lass das lieber. Ja, mach dein Ding, sei freundlich, entgegenkommend und alles, was irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, Krampf ist, also auferlegen, ja. Vielleicht geht es auch einfach darum, dass du das Geschäftliche rauslässt am Wochenende, sondern dich mehr um dein Privatleben kümmerst. Das wäre auch eine Möglichkeit. Am Sonntag haben wir deine Karte, der Teufel, die Obsession, der übermäßige Ehrgeiz. Wir haben die Leidenschaft, ja, man möchte was durchsetzen und wir haben den Gehängten. Das ist wiederum sehr gut, dass du, bevor du etwas tust, bevor du deinem Ehrgeiz nachgibst oder auch, ich sag mal, die Ellenbogen ausfährst oder vielleicht auch überlegst, wie du einen Gegner schachmatt setzen kannst, erstmal guckst, wie sieht es denn aus. Das ist sehr wichtig für die Achtsamkeit deiner Mitmenschen, der Situationen, deiner Umgebung, weil man kann sehr leicht übertreiben. Und hier haben wir auch die Erfahrungswerte. Du als Steinbock hast ja schon auch mit Erfolg und Machtkämpfen sicherlich deine Erfahrungen gemacht. Solltest jetzt, obwohl da sehr viel Ehrgeiz, sehr viel Leidenschaft drin ist, wenn wir auch die skorpionische Energie oben drüber sehen, ein bisschen mehr die Sensitivität mit in Betracht ziehen. Nämlich, dass andere Menschen nicht immer nur sachlich reagieren, gut überlegt oder besonders clever, sondern dass sie sich auch manchmal ja gefühlsmäßig zu Dingen hinreißen lassen, die sie sonst nicht tun würden. Ja, auch in der Kommunikation. Wir haben ja die Missverständnisse mit Merkur. Dass du da eine gewisse Toleranz übst, dir natürlich nicht über den Mund fahren lässt, aber vielleicht auch eher schwierige Situationen meidest oder dich da raushältst oder dich nicht jetzt unbedingt mit dem Nächstbesten direkt sozusagen in die Arena begibst, sondern ne, erstmal Schwamm drüber, erstmal gucken. Oder einfach Zeit rausschindest und sagst, ich denke drüber nach. Ja, wir haben ja auch die Gefahr mit Venus, Sextil, Pluto, dass man Risiken eingeht, die man sonst nicht eingehen würde. Aus Leidenschaft auch, die haben wir hier zum Beispiel. Und da wir, wie gesagt, am Montag eben auch so eine mögliche Aggressionsstufe erreichen, auf die man eigentlich verzichten könnte, sollte man da vielleicht im Vorfeld in Ruhe drüber nachdenken, wie würde ich im Zweifelsfall oder wie gehe ich im Zweifelsfall damit um? Denn es ist ja nicht nur so, dass andere aggressiv reagieren können, du ja selber auch. Und dass man selber auch seine ja, Aggression, seinen Frust oder seine Wut im Griff hat. Man kann zu schnell fahren, man kann was übersehen, man kann jemanden ungewollt vielleicht auch Schaden zufügen. Und deswegen ist es so wichtig, das zu beobachten, sich darauf einzustellen und vielleicht auch so ein bisschen ja, den Dingen aus dem Weg gehen.
Diese Aggression, wie gesagt, die ist ja jetzt nicht nur beim Steinbock vorhanden, sondern bei sämtlichen Leuten. Das kann eben dazu führen, dass man auch mit anderen aneinander gerät für nichts, für Kleinigkeiten, ja. Und deswegen bereite dich darauf vor, gönn dir genügend Ruhe, kümmere dich um dein Privatleben, lass den Ehrgeiz mal so ein bisschen hinten anstehen, also nachher wieder auspacken. Hier geht es jetzt darum, wie gehe ich mit einer schwierigen Situation zwischenmenschlich um. Und das gilt dann auch für Montag. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg und gute Erkenntnisse an diesem Wochenende und auch viel Erholung. Und wir sehen uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind heute beim Wochenende 6. und 7. April 2024. Wir haben die Sonne, den Merkur und die Venus in Widder. Der Merkur ist weiterhin natürlich rückläufig und erschwert die Kommunikation und das Vorankommen. Das sollte man unter allen Umständen natürlich berücksichtigen. Du hast Pluto im eigenen Zeichen, Durchsetzungskraft, den Willen auf Durchsetzung, die natürlich durch die starke Widderenergie noch beflügelt wird. Man sollte aber nicht sich zu weit aus dem Fenster lehnen, zu selbstgerecht daherkommen oder eben auch, naja, zu sehr die Ellenbogen ausfahren. Dazu haben wir dann zum Beispiel den Mond in Fische. Wir haben Neptun, Saturn und Mars in Fische. Intuition, Bauchgefühl, Sensitivität, eigene Gefühle mit einbeziehen. Also, dass man sich überlegt, wenn ich das tue, passiert das. Also ein bisschen strategisch vorgehen, auch was den Gefühlsbereich betrifft. Vielleicht bist du selber sehr dünnhäutig und nimmst Bemerkungen oder so vielleicht zu persönlich. Und das kann bei Merkur rückläufig sehr, sehr schnell passieren. Jupiter und Uranus im Stier haben keinen Einfluss auf dich. Uranus kann natürlich Überraschungen so im Petto haben. Wir haben am Sonntag kurz vor 2:30 dann auch noch den Mond im Widder. Das verstärkt natürlich dieses, ich lehne mich aus dem Fenster, ich setze mich durch, mein Wille zählt. Ja, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Vorwarnung auch für Montag, 8. April. Da haben wir Sonnenfinsternis, Neumond im Widder und das kann diese Dinge verschlimmbessern. Ja? Und deswegen sollte man sich am Wochenende so ein bisschen darauf vorbereiten, dass sehr viel Aggression am Montag unterwegs sein kann. Das kann sich dann auch, wie gesagt, in verschiedenen Bereichen äußern. Wir schauen jetzt aber erstmal, wie das für den Wassermann am Samstag aussieht. Der mag ja großartige Ideen, ja, die man umsetzen möchte. Mäßigkeit, Gefühl und Intellekt sind im Einklang, das ist wunderbar. Und der Neuanfang. Jetzt ist natürlich keine Zeit für einen Neuanfang, aber man kann ihn ja vorbereiten und planen. Man kann ja vielleicht überlegen, ich nehme diese Ideen, ich schaue Gefühl und Intellekt, dass das zusammenpasst und dann überlege ich mir, wie könnte das denn irgendwann mal aussehen. Das Ass der Münzen bedeutet, du gehst da sehr pragmatisch ran, was sehr gut ist, geerdet, du schaust, was möglich und machbar ist. Und ich denke auch, dass du bereit bist, einen, ja, längeren Zeitraum auch zu warten, Geduld zu haben. Ich weiß, dass dir das als Wassermann natürlich auch nicht so leicht fällt, schon gar nicht mit dieser Widderenergie, die dich dazu reizt, auch was zu erwidern, wenn dich jemand provoziert oder wenn dich etwas oder jemand ärgert, da eben auch, naja, deine Meinung zu äußern. Ja, aber ich denke, steht da Tropfen höhlt den Stein. Du wirst dein Ziel auch erreichen, aber es kann eine Weile dauern. Und diese Geduld brauchst du auch in Bezug auf deine Mitmenschen. Am Sonntag haben wir die neuen Dierkelchen, die Wunscherfüllung. Ja, wir haben ja auch gute Gespräche können stattfinden. Geduld, das ist sehr gut, der Ritter der Münzen. Und wir haben den Hierophanten. Das bedeutet, dass du gefühlsmäßig sehr stark dabei bist für etwas, für jemanden oder für eine Situation und auch für dich selbst, diese Geduld an den Tag zu legen. Das bedeutet, du bist sozusagen diszipliniert genug, eben auch zu sagen, okay, das dauert seine Zeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel was Neues lerne, dann brauche ich da noch 1, 2 Jahre oder so und dann bin ich dort angekommen. Aber ich muss natürlich mit einem langen Atem daran arbeiten, dass die Dinge dann auch zur Erfüllung kommen. Also weiter daran arbeiten, Geduld haben, ne? Wir haben die Neun der Kelche. Das ist ja auch so ein bisschen die Vorstellung davon, was du dir so ausgemalt hast. Das sollte natürlich auch realistisch sein. Also, dass man sagt,
okay, ich muss gucken, ist das auch machbar und möglich? Mit Geduld kann man das durchaus auch erreichen. Und wie gesagt, deine Geduld wird sicherlich auch die Tage auf eine Probe gestellt. Zwischenmenschlich, für dich selbst auch, da ist eine gewisse Unzufriedenheit. Weil momentan fühlt es sich für den Wassermann so an, wofür hänge ich mich eigentlich rein? Wofür mache ich das? Ich sehe ja gar keinen Erfolg, ja. Vielleicht bin ich auch zwischenmenschlich enttäuscht, weil einige Leute eben auch nicht so nett sind oder ich mit anderen auch vielleicht nicht so gut zurechtkomme. Das kann aber durchaus auch an dem rückläufigen Merkur liegen. Behalte das auf jeden Fall im Hinterkopf, weil man eben manchmal sich nicht so klar ausdrückt bei Merkur rückläufig und dann eben auch missverstanden wird. Das gilt für dich genauso wie für jeden anderen. Und die Geduld ist deshalb wichtig, weil wenn man jetzt mit dieser Widderenergie Kopf durch die Wand vorangeht, ja, erstmal hat man dann das, worum es geht, vielleicht beschädigt. Und zum anderen hat man sich nicht weitere Freunde gemacht, sondern weitere Gegner hervorgebracht. Ja, wenn man da, ich meine, das gilt nicht nur für den Wassermann, aber für dich ist es halt so, dass du das Gefühl hast, du kommst mit nur sehr wenigen Leuten überhaupt noch klar oder gut klar. Auch das ist eine Herausforderung. Ja, oder die kommen nicht mit dir klar. Auch das ist möglich. Aber wie gesagt, wir alle stehen unter diesem Einfluss von Merkur rückläufig und jetzt auch mit der Energie der Sonnenfinsternis, wo es eskalieren kann am Montag. Du solltest dich darauf einstellen, dass gerade am Montag Zurückhaltung, langer Atem, Geduld, Toleranz und sich nicht provozieren lassen oberstes Gebot sind. Also was auch immer da vielleicht an schwierigen Situationen oder Unzufriedenheit, vielleicht auch einfach schlechte Laune ist. Fuß runter vom Gas, nicht einfach drauf losstürmen, weil man wütend ist. Sich umschauen. Man könnte das Auto, was um die Ecke biegt, übersehen. Man könnte jemanden umlaufen. Wie auch immer das geartet ist, es ist wichtig, dass man eben weder selber eskaliert, noch sich von Eskalationen im Außen anstecken lässt. Ich weiß, das ist sehr schwierig, aber es betrifft alle. Und das bedeutet eben auch, je mehr der Einzelne Ruhe bewahrt, desto eher ist die Chose vorbei. Ja, und wir können ja mal weiterschauen. Wir haben dann zum Beispiel, ja, am nächsten Tag beruhigt sich das Ganze schon wieder. Es ist eigentlich nur der Montag, der Sonntag und also das Wochenende durch die Widderenergie, die so ein bisschen herausfordernd sein können. Also cool bleiben, ruhig Blut und sich nicht provozieren lassen, beziehungsweise auch wenn du selber nicht gut drauf bist, sich einfach raushalten aus allem, was irgendwie Aggressionen hervorruft. Oder ne, natürlich gibt es Situationen, denen kann man sich nicht entziehen, aber trotzdem ist natürlich dann wichtig, Ruhe zu bewahren und sich nicht provozieren zu lassen. Ja, ich weiß, herausfordernd. Ich wünsche dir deswegen auch für das Wochenende viel Ruhe, viel Entspannung und eine gute Vorbereitung auf den Montag. Und wir sehen uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. April 2024. Sonne, Merkur, Venus in Widder. Merkur weiterhin rückläufig. Erschwert Kommunikation, Austausch, ja, blockiert, ja, verhindert Dinge. Ich denke, dass du als Fisch noch relativ gut damit zurechtkommst. Du hast auch den Mond im eigenen Zeichen, Neptun, Saturn und Mars. Allerdings kann auch natürlich Neptun die Fische ablenken, unaufmerksam machen oder verträumt. Das solltest du zumindest Sonntag, Montag versuchen zu vermeiden. Wir kommen da gleich noch drauf. Der Pluto ist im Wassermann, eine starke, durchsetzungsfähige und eigenständige Energie, sehr sachlich, wenig gefühlvoll, aber auch im Sextil zu Venus in Widder. Das bedeutet sehr viel Leidenschaft. Das kann auch in sehr viel Leidenschaft ausarten, natürlich. Aber Leidenschaft hat zwei Seiten. Das eine ist natürlich die Leidenschaft genießen, das andere ist mit Leidenschaft natürlich aggressiv werden, sich ärgern oder eben auch sowas wie Eifersucht oder ähnliches zu empfinden. Da muss man ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Du bist einfühlsam, sensitiv, eben auch durch deine ganzen Energien im eigenen Zeichen
Und deshalb solltest du deine Intuition nutzen und dich auch aus Eskalationen, Streitigkeiten möglichst raushalten. Was das Gefühl betrifft, darfst du natürlich Leidenschaft ausleben und dich wohlfühlen, aber bitte auch da nicht übertreiben. Der Mond wechselt am Sonntag gegen kurz vor 2 in den Widder. Damit haben wir noch mehr Widderenergie und am Montag haben wir diese Sonnenfinsternis, wir haben Neumond im Widder, wir haben aber auch weiterhin Merkur rückläufig. Also da muss man ein bisschen mit Aggressionen, Ärger, Frust rechnen. Ja, und wenn du kannst, solltest du dich da möglichst raushalten. Wir haben auch jetzt natürlich Jupiter und Uranus im Stier. Der hilft dir, auf dem Boden der Tatsachen zu verweilen, Jupiter, und eben auch die Möglichkeiten richtig abzuschätzen und zu nutzen. Verändern würde ich jetzt nicht unbedingt etwas. Ich würde einfach mal diese Situation beobachten und sehr vorsichtig vorgehen. Wir schauen jetzt erstmal, wie das am Samstag für die Fische aussieht. Nostalgie, Rückblick. Wir haben den Mond. Da ist etwas aus der Vergangenheit, was dich beschäftigt oder dir noch nachhängt. Wir haben die 8 der Münzen. Du arbeitest möglicherweise daran, diese Energien für dich auch zu erklären, bearbeiten, loszulassen oder dich auch zu fragen, warum sie immer noch eine Rolle spielen. Wir haben das Ass der Kelche. Das bedeutet, dass es darum geht, deine Eigenliebe über die Dinge, die dich triggern, zu stellen. Bedeutet auch, dass du selber mehr Eigenliebe aktivieren sollst, ja, in Bezug auf die Vergangenheit und die Trigger, die das beinhaltet. Natürlich sind wir dazu angehalten, aus unserer Vergangenheit zu lernen und warum wir zum Beispiel gewisse Dinge gemacht haben, damit wir diese Fehler nicht erneut begehen. Das heißt aber nicht, dass du deshalb weniger liebenswert bist und dass du schlechter mit dir umgehen sollst. Ganz im Gegenteil. Du solltest ganz besonders liebevoll mit dir selber daran arbeiten, diese Dinge als Lektionen zu deklarieren und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Jetzt haben wir ja diese sehr leidenschaftliche Energie mit Pluto und Venus in Widder. Das kann natürlich auch bedeuten, dass jemand aus der Vergangenheit auf dich zukommt zum Beispiel. Und da solltest du natürlich auch versuchen zu klären, ob du das ja nicht bereuen könntest, wenn du darauf eingehst, oder ob du sagst, nee, ich bin mir selber mehr wert, ich möchte nicht irgendwie eine Wiederholung von etwas, sondern ich möchte mich neuem, schönem öffnen. So, am Sonntag haben wir die Leidenschaft, ja, da ist ja auch die Widderenergie drin. Wir haben den Magier, Manifestation, manchmal aber auch, dass man Einfluss nimmt, ne? Strategisch vorgehen. Also, das bedeutet, dass man auf der einen Seite, die einen oder anderen fühlen sich manipuliert, ja, fühlen oder haben selber auch dazu beigetragen und sind auch mehr oder weniger bereit, sich manipulieren zu lassen. Das muss man einfach so sagen. Wenn ich den Mond darüber sehe und die Vergangenheit, da wird eine alte Leidenschaft möglich wieder aufgewärmt. Und dann hängst du drin, ja, dann gehst du praktisch diese Lektion erneut durch. Mit den 3 der Stäbe solltest du dir vielleicht überlegen, ob es das wert ist oder wert war. Und hier haben wir die Heilung. Das ist die Wassermann-Energie. Das ist natürlich Durchsetzungskraft. Es ist auch, dass du entweder gesagt hast, nein, danke, oder sagst, nicht nochmal, trotz aller Leidenschaft und so weiter. Das ist natürlich auch ein Stück weit hart. Wenn man dann sagt, nee, ich lasse mich nicht mehr darauf ein, schick den anderen oder die andere weg. Oder man hat sich darauf eingelassen und sagt, nicht nochmal. Ich denke, dass du hier deine Erfahrung gemacht hast schon. Und egal, wie auch immer du dich entscheidest, diese nicht unter gar keinen Umständen wiederholen möchtest. Das kann aber, wie ich sagte, natürlich zu Ärger führen. Also, wenn du dich, wie gesagt, auf eine Sache wieder eingelassen hast, egal was auch immer es ist, dann wird dir diese Person wahrscheinlich hinterherlaufen, dich bedrängen, dich unter Druck setzen, zu versuchen, so ein bisschen stalkermäßig. Ich würde da höllisch aufpassen und ich würde mir das hier vorher überlegen, ob ich mir nicht mehr wert bin als eine aufgewärmte alte Sache. Ja? Du kannst auch leidenschaftlich natürlich dafür sorgen, dass du etwas Neues generierst, aber
mit Merkur rückläufig, mit diesen ganzen Energien ist das derzeit schwierig. Versuche vielleicht zuerst einmal deine Altlasten hier zu heilen, ja, und nicht mehr Gefahr zu laufen, dich dem Alten wieder hinzugeben und wie gesagt, das immer und immer wieder zu wiederholen. Die Entscheidung liegt wie immer bei dir, wie du das machst, ja. Aber egal, wie auch immer, wenn da irgendwas auf dich zukommt in dieser Hinsicht, es geht wahrscheinlich auch um Streit, um Meinungsverschiedenheiten, um Durchsetzungskraft, aber auch hier, denke ich, um Manipulation. Und ja, man ist geneigt, natürlich, ne, was wieder aufzuwärmen, aber überleg dir, ob es das wert ist und ob du dich in die Gefahr begibst, das Ganze noch einmal von vorne. Und da würde ich sagen, mit dem Wassermann musst du dich einfach durchsetzen, musst du dir überlegen, was ist realistisch. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, gönn dir ein bisschen Ruhe und möglicherweise auch ein bisschen Abstand, um die richtige Entscheidung zu treffen. Und wir sehen uns am Montag wieder.